Hi liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Maker 2. Ja, das Lost ist bald fertig, aber trotzdem haben wir erst 19%. Aber okay, wir machen weiter bei den Aufträgen und zwar haben wir hier noch ein bisschen vor uns. Nämlich Hühner wurden mit Knochen trocken. Hört sich ja sehr interessant an. Ja, na klar, jeder lebt gern mit Skelett. Ja. Ich sag, hier ist Hühner wohnen. Ja, cool, ich hab auch eins hier in meinem Zimmer hängen. So ein altes Skelett. Oh Gott. Nein. Ey, das ist... Das ist Hölle. It's hell. Uff. Knochen trocken. Hä? Die geben dir keine Panzer. Okay. Dies Level ist ein bisschen... Joa. Auch geil gemacht. Lustig, dass man damit durch die Lava schwimmen kann. Der Boden ist Lava. Das ist eine gute Idee. War alles geplant. Der... War geplant. War alles geplant. Was? Ich dachte, das ist ein Mini-Ding. Alla. Hit MC. Scheinbar hat der Minecraft. Und da kommt immer dieser. Oh yeah! Ich nehme dann halt deine Klappe. Bruderherz, halt die Klappe, Luigi, keiner mag das. Ich mag Luigi. Oh lol. Das rettet mir halt. Rettet mir halt gerade. Hashtag rettet mir halt gerade! Hä? Wieso? Weil Baum. Ja. Weil Baum, ne? Kannst du dich noch 7. Klasse dran erinnern, wo jeder gesagt hat, weil Baum? Ja, das sagt die Sophie immer noch aus der Community-Gruppe. Echt? Andauernd. Ja, aber ihr Gamertag ist doch auch Sophie das Baum. Ja, in der Tat. Du hast es erkannt, Sherlock. So, jetzt nicht nochmal. Hashtag Bruder muss los. Das musst du zu Luigi sagen. Wie, woher soll man wissen, dass die da rauskommen, Alter? Hast du es nicht oben gesehen, dort waren, oben waren die Blöcke anders. Und das zeigt die Position von den Feuerkugeln an. LOL. Da könntest du Rest haben. Mann, was da nochmal, weil es so schön ist, so viel Spaß macht. Ich glaube, das war aber ein 4 Sterne. Geht auch ohne Lava. Er steckte. Mist. Game over. Jetzt steht es wenigstens 1:1. Okay, jetzt. Nee, du hast auch einmal Game over gehabt. Einmal. Erst einmal. Kritis hier. So, aber jetzt funktioniert's. Ich spüre es förmlich in meiner Aura. Ich mach mal mit Latte wieder an, jetzt wird sie ganz heiß, wenn ich mich hier. Und mal wieder Leben gerettet. Oh, geil. So. Was? Wie? Wo? Hä? Wieso fährt. Also wie? Durch die Blöcke. Ja, und wo? Und? In diesem Level. Ich weiß nicht. Und wenn du noch fragst, wer? Ja, die Scheiße. Die Lava. Okay.
Die Frage, wie, wer, wo und wann, wäre geklärt. Frage ich nun, was? Die kann ich denn nicht bauen. Nö, nicht nochmal die Lava. Schau mal, siehst du es? Ja, ich sehe es. Danke, danke. Aber auch zum Glück, ey. Was ist denn das hier alles? Das war ein lausiger Bogen. Das dürfen wir aber nicht sagen. Einfach höher gesprungen. Jetzt dürfen wir es nicht mehr sagen, das ist der Direktor. Hä? Direktor? Hast du es nicht verstanden? Ach so, der. Der Präsident. Präsident. Das ist ein Unterschied. Ja? So, la, du, la, noch mehr auf. Vielleicht kannst du schauen, ob wir noch was bauen können. Das ist ein Argument. Hey, sauber! Das Erdgeschoss, das Hauptgebäude wäre schon mal fertiggestellt. Das geht wie to dead. Ist nicht einfach perfekt? Nein. Es ist sehr schwer. Muss ja nicht weitergehen! Ach, lol. Ah, da fehlen noch ein paar Münzen. Oh, du Mario, die Münzen reicht aber nicht aus. Salt die Fresse, du. Ja gut, dann muss man wieder hier arbeiten. Hier eben mal der Klempner damit seinen langen Rohr muss halt Röhre verlegen, ne? Uhu! Das klang ein bisschen komisch. Ja, ne. Ach, hätte ich nicht gedacht. Oh ja, mach wieder seine lange Nase. Hörst du der kleine Nase? Die ganz irgendwie falsch aussieht. Aber ich finde, die Level gehen eigentlich alle voll. Ich glaube noch richtig kein krasses Abfuck-Level. Im ersten Teil waren die 10 Mario-Herausforderungen voll mit Abfuck-Leveln. Im ersten Teil, wenn ihr euch noch dran erinnert. Ja. Überhaupt die ganzen 10 Mario-Herausforderungen waren Abfuck. 10 Leben, um das alles zu wippen, wenn ja, man verreckt ist. Ich hab's auch erst so ungefähr nach. Ich weiß nicht, wie viel ich den Versuch geschafft. Achso, man muss hier. Hallo! Und sau, ihr Kleinen. Da gab's einen grünen Rohr. Was gab's da? Dort, da unten. Vielleicht kannst du da durch. Hier. Alul. Hacker! Ich dachte schon, du stirbst jetzt. Das wär's. Das behält man eigentlich. Ach ja, ich glaube, die Münzen behält man auch, die man da drinnen macht, ne? Ich glaube, die Münzen behält man auch, die man hier verdient. Mhm. Heißt, möglichst viele Münzen ansammeln, ist das Ziel. Ja, wichtig ist es jetzt nicht, aber. Ja, dann ist ja Schloss. Schlossfertig. Da. Okay, aber hier ist es halt eigentlich. Nicht krass voll mit Gegnern und das war's mit dem Level. Ja, lief doch, ne? Das Hauptgebäude bauen. Denn haben wir schon genug Menschen? Das Hauptgebäude. Wir haben genug Geld jetzt. Money. Stimmt. Dann. Ich wird's eh lange dauern. Ja, safe. Ja, der Bau kann beginnen. Ja, das ist doch machbar. Mhm. So, es gibt noch mehr Aufträge. Geben wir Aufträge? Springen verboten. Lull. Du sagst echt nicht springen. Och, das bist du ein bisschen schwer. Was fällt? Ohne den Boden zu berühren. Ah. Wie? Du darfst ihn einmal berühren und danach nicht mehr verlassen. Oh nein. Herr Wie? Oh nein. Das ist ein Level für dich. Das ist der Horror. Glaubst du, sowas kann man auch als selber bauen? Also mit den Challenges? Pff.
Alter. Hä? Okay, das ist mal nicht lang. Was? Das steht dort, du darfst den Boden nicht mehr verlassen. Ja, aber wie soll das denn das sonst gehen? Alter. Das überfordert mich. Dann gehst du jetzt hier mal links, oder? Ja. Ah, da geht's ja auch zum Ziel. Du musst aber auch aufpassen, dass die dich nicht berühren. Aber ich bin nicht gesprungen. Jetzt bin ich gesprungen. Okay, ich muss erst aufpassen für scheiß Greifarme. Ja, see. Das ist ein Level für dich. Auch nicht viel besser an hier. Hey. Luigi verpischt, dass keiner mag das. Ich sollte nicht mal so fies für Luigi sein. So. Boah. Ich darf natürlich auch nicht auf die Fahne springen, ne? Hä? Hä? Ah, jetzt müsste man mal noch hier lang gehen. Echt dadurch. Aber wie ist Hum? Vielleicht ja. Sprinten darf man ja, ne? Ah. So, ah. So. Sag das doch gleich, woher soll ich denn das? Oh nein. Moment mal. Das hältst du als Sprung. Das war kein Sprung. Da steht extra, nachdem du ihn einmal verlassen hast, darfst du ihn nicht mehr berühren. Also, ne, anders. Also, das heißt, man darf da nicht mal darunter. Mhm. Alter, das heißt, du musst immer den Boden berühren. Oh nein. Das heißt, du darfst nicht runterfallen oder. Na gut, dann lassen wir das jetzt springen. Hier aus, weil das ist unnötig. Wir gehen hier direkt gleich auf die Vollen. Jetzt musst du dich umdrehen, damit die es fallen lassen. So. Und jetzt? Nein. Ich hab vergessen. Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Ups, jetzt ist Cappy runtergefallen. Das ist ja erst eine kritische Geschichte hier. Ja, Bro, das ist uns wert. Zu schwer. Hier, voilà. Ja, das kann's halt, ne? Uhu! It's me, Mario! Okay. Okay, das hört sich nice creepy an. Aber die Sense ist man da einfach überhaupt nicht. Jetzt ist eins halt nach oben. Give me that. Und jetzt musst du warten. Mhm. Dann irgendwie. Dankeschön. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ups. Scheiße, dafür. Du hast das geschlagen. Au. Ich wurde mit Gummibärchen geschlagen. Das tut weh. Ja, voll, ne? Das ist kritisch. Dieses Level. Wer erfindet dieses Level?
Der Zirkusdirektor. Ja, Zirkusdirektor, ich komme mal bei dir in den Zirkus vorbei und dann darfst du mal nicht hier den Boden verlassen. Diese Drohung. Man nehme sie ernst. Wäre zu empfehlen. Ich bin halt viel zu dumm dafür. Alter! Alter, das ist er hier. So. Darf nicht springen, denk dran. Du musst da glaube ich ducken und du hast. Wenn er oben ist, weißt du? Verstehst du? Da bist du die Kurve nach unten. Wie? Du musst da unten ducken, wenn er über das drüber fliegt. Da ist da diese Kurve nach unten. Das heißt, du musst ihn zu dir locken. Genau. Und jetzt bleibt er hoffentlich oben. Oh nein! Er fliegt nach unten, weil er ein Spast ist. Ah, ich weiß wie jetzt, wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich zeig's dir jetzt. Ich bin gespannt. Zeig's dir jetzt. Okay. Ich bin gespannt, was der Programmer mir zeigt. Give me money. Shit, ich hab Tomo das Live-Part von heute vergessen. Bitte? Ah, alles gut. Das wollte ich vorher noch machen. Ach, super. Kommt doch sehr später. Und wie machst du das jetzt? Ah. Uff. Ich fall nicht drauf rein. Das könnte aber jetzt wehtun. Mm-mm, nicht springen. Und wie soll ich dann bitte durchgehen? Peace wird's, einfach werfen. Achso, warte. Nein! Ja, und jetzt? Speed. Nicht rühren, das wäre auch springen. Doch, Röhre. Ich glaube, du musst in die Röhre. Einfach mal nein. Ich hoffe, der. Ich meine, es hört hart aus, sozusagen. Denk dran, du darfst nicht springen. Sie musst dich direkt mitnehmen. Oh, das ist das Ziel. Nichts riskieren, du darfst nicht springen, denk dran. Du darfst auch jetzt nicht, dann nicht springen. Wenn ich es aber schon mache, dann. Shit.
Super Film gemacht. Dankeschön. Yeah. So, scheiß aber, Level weg. Alter, dieses Level ist Kotz-Level des Todes. Aber wir haben es geschafft, ne? Daraufhin fällt gleich erstmal Cappy runter. Und immerhin, 21%. Mhm. Und bis weiter geht's in meinem nächsten Part. Macht's gut, bis dahin und ciao.